Heute machen wir eine Spielrezension zu dem Spiel Doppelkopf. Allerdings nicht zu dem Spiel an sich, wobei wir euch das trotzdem natürlich erklären werden. Es geht uns vor allem um die Spielkarten. Das hier ist ein ganz klassisches Doppelkopf-Set. Und es gibt jemanden in Deutschland, der hat sich gedacht, das Spiel macht so viel Spaß, warum denn nicht die Karten modernisieren, damit ich es auch mit jüngeren Spielern spielen kann. Und ich nenne das Ganze Doublehead Kids. Das ist das hier, was ich in der rechten Hand habe. Dazu gibt es aktuell ein Crowdfunding und wir haben uns das Spiel vorher angeguckt auf Basis eines Prototypen. Und den stellen wir euch jetzt zusammen vor. Um euch zu erklären, was an dem Spiel leichter geworden ist durch die Karten, müssen wir uns mal kurz die ganz normalen Standardkarten angucken, die man zum Beispiel fürs Doppelkopf verwenden kann. Ich habe hier ein französisches Blatt, kein deutsches Blatt, aber grundsätzlich ist da alles gleich. Ich sortiere es gerade nach einer Spielregel, die mit Dullen heißt, das sind die Herz-Zehner. Und das sind auch die Reihenfolgen, die bei dem Doppelkopf-Turnier verwendet werden. Also die Turnierregeln gehen von einem Spiel mit Dullen aus. Üblicherweise ist also der höchste Stich, den man hat, der höchste Trumpf, den man hat, sind die zwei Herz-Zehner-Karten. Die schlagen sogar noch die höchste Dame. Die höchsten zwei Damen sind die Kreuz-Damen, dann kommen die Pik-Damen, die Herz-Damen, die Karo-Damen, dann kommen die Buben, wieder Kreuz, Pik, Herz, Karo und dann kommt noch komplett Karo als Trumpf, das heißt Karo-Ass, Karo-Zehn, Karo-König, Karo-Neun. Möchtet ihr also neue Spieler in das Spiel einführen, müsst ihr ihnen eigentlich erklären, wenn sie nach dem ganz normalen Spiel gehen, was in Deutschland üblicherweise mit Dullen gespielt wird, dass das der höchste Trumpf ist, dann die Damen in Abhängigkeit Kreuz, Pik, Herz, Karo kommen, dann die Buben in derselben Abhängigkeit und dann das Ass, die 10 über dem König ist und dann die 9 kommt. Das macht das Ganze etwas schwierig zu erklären. Üblicherweise habt ihr dann noch die ganz normalen Farbkarten. Das heißt, Pik besteht aus zwei Assen, zwei Königen, zwei Zehen und zwei Neunen. Aus demselben besteht auch Kreuz. Und dann habt ihr einen Sonderfall. Herz hat nämlich jetzt zwei Karten weniger in der Farbe, weil ja die Herz-Zehnen fehlen. Auch das ist bei dem Spiel taktisch wichtig und muss man sich merken und macht das Spiel zum Einstieg nicht so einfach. Außerdem, was das Spiel noch verkompliziert, ihr müsst einmal wissen, was die Hochzeit ist. Die Hochzeit ist beim ganz normalen klassischen Doppelkopf, wird durch die Kreuz-Dame bestimmt. Außerdem gibt es noch das Karlchen, das bringt einen Sonderpunkt. Das passiert, wenn im letzten Stich der Kreuz-Bube verwendet wird. Und es gibt noch den Fuchs. Der Fuchs ist das Karo-Ass. Wenn man den vom gegnerischen Team fängt, kriegt man einen Sonderpunkt. So spielt ihr das ganz klassische normale Doppelkopf. Das geht, das funktioniert. Viele Tausende von Personen in Deutschland spielen das so, aber man kann das Ganze redesignen und das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir uns mal bei Doublehead Kids die Trümpfe an. Wir haben nicht mehr einen Mischmasch zwischen Herz, Karo, Damen und Buben, sondern es gibt einfach eine Trumpffarbe, die man ganz einfach daran erkennt, dass die Karten eine Krone besitzen. Und jetzt gibt es eine Wertigkeit. Ihr müsst also nicht mehr wissen, dass die 10 über den Damen sind, die Damen über den Buben sind und dann Ass, König und 10 und 9 kommen von Karo, sondern ihr guckt einfach, wie hoch der Trumpf ist. Es gibt einen ganz hohen Trumpf, nämlich die 20. Es gibt einen zweithohen Trumpf und der ist in einer anderen Farbe, nämlich in leicht rosa und da steht darunter Team. Warum steht darunter Team? Weil das ja eigentlich die Kreuzdame wäre. Das heißt, diese zwei Karten definieren die Hochzeit. Deswegen ist darauf auch ein Pärchen dargestellt und die Spieler finden sich damit wieder. Das erkennt man wunderbar, auch als junger Spieler, dass das die Hochzeitskarte ist und die Spieler zusammenspielen. Dann kommen einfach die 18, die 17, die 16, das sind im Prinzip die Damenkarten, einfach dargestellt durch eine Dame. Und dann kommt der Kreuzbube und die anderen Buben. Und weil das eigentlich irrelevant ist, welche Farbe sie haben, ist nur Karlchen gesondert markiert. Mit einer Münze und dem Wortlaut, denn wenn man das Karlchen ja fängt, dann kriegt man einen Punkt, beziehungsweise wenn man den letzten Stich mit Karlchen macht, kriegt man einen Punkt. Danach kommen die anderen Buben, wie gesagt, irrelevant in welcher Farbe. Und dann kommt ja theoretischerweise schon das Karo Ass, der Fuchs. Auch den Fuchs wurde hier darauf geachtet, ihn extra zu markieren, indem einfach ein Fuchs dargestellt ist, der Foxy heißt. Und auch wieder ein Siegpunkt drauf abgebildet ist. Man sieht also, man muss sich das alles nicht merken. Die Grafik unterstützt, wie das Spiel funktioniert. Und hier sind dann die restlichen Trümpfe, wobei da dargestellt ist eine 10, dann nur noch eine 4 und eine 1, damit man versteht, dass die Wertigkeit nach unten geht. Dann kommt noch etwas hinzu, dass ihr euch die Wertigkeiten nicht merken müsst. Wir erinnern uns, beim Doppelkopf gewinnt ihr nämlich, wenn ihr 121 Punkte habt. Die Herz 10 zählt 10 Punkte.
Die Damen zählen 3, das müsst ihr euch nicht merken, das steht einfach drauf. Die Buben zählen 2, das steht jetzt auch drauf. Und dann habt ihr hier das Ass, alle Asse zählen ja 11 Punkte. Dann habt ihr die wieder 10, die zählen 10 Punkte. Und ihr habt hier 4 Punkte und gar keinen Punkt. So sind dann auch die Karten markiert. Schauen wir uns die Farbkarten an. Die Farben sind in diesem Fall jetzt blau. Ja, es ist auch ein Kreuz dargestellt, wäre aber nicht relevant. Aber blau, es stehen auch die Wertigkeiten wieder der Zahlen drauf. Und die Anzahl passt natürlich mit dem Spiel mit Dullen. Das heißt, wir haben auch Pik. Auch davon gibt es 8 Stück mit allem, was wichtig ist. Und jetzt haben wir Herz. Und davon gibt es natürlich dementsprechend weniger. Nämlich nur 6 Stück, weil die anderen 2 Herz ist ja hier der oberste Trumpf. Und auch da stehen natürlich die Punkte drauf, die man zählen muss, wenn man das Spiel gewinnt. Um das Spiel einfach zu gestalten und theoretischweise auch ohne Block auszukommen, liegen dem Spiel dann auch noch Münzkarten bei. Es gibt 2er Münzkarten, es gibt 3er Münzkarten und es wird auch noch 1er Münzkarten geben. Und das ist das gesamte Spielmaterial. Wie gesagt, es soll dafür führen, dass ihr diese ganzen Sonderregeln intuitiv spielen könnt. Das haben wir ausprobiert, das hat wunderbar funktioniert. Man muss halt wegkommen von, ja, was ist denn das jetzt hier für eine Karte? Ich will jetzt genau wissen, ob das eine Dame ist oder nicht. Weil es ist für das Spiel nicht relevant. Relevant ist, dass das hier eine Farbe ist, das hier eine Farbe ist und das hier eine Farbe ist und alle anderen Karten erkennbar an der Krone Trumpf sind. Und zwar ist das hier der höchste und das der niedrigste. Und ansonsten muss man noch wissen, welche 2 Karten bilden das Team, welche Karten sind Karlchen und wo ist der Fuchs, den man einfangen kann. Das ist alles dargestellt. Einen normalen Doppelkopfspieler werdet ihr hiermit vielleicht verwirren, weil er es logischerweise schon seit Jahrzehnten so spielt, wie er es kennt. Aber Leute, die das Spiel nicht kennen, kommen damit wunderbar durchgeführt in das Spielsystem rein. Wenn ihr schon Doppelkopfspieler seid und nur mit Erwachsenen spielt, dann könnt ihr euch im Prinzip das Spiel Doublehead Kids schenken. Das macht das Spielvergnügen in dem Sinne nicht besser. Das macht es aber leichter. Das Problem ist, wenn ihr schon Doppelkopfspieler seid und schon seit Jahren Doppelkopf spielt, dann wird euch das eher ein Ticken verwirren, beziehungsweise ihr seid zu sehr gewohnt an die alten Karten. Wenn man jahrelang 3-mal links fährt statt 1-mal rechts, wird man einfach lieber 3-mal links fahren. Daran wird auch Doublehead Kids nichts ändern. Kennt ihr aber das Problem, dass ihr jüngere Spieler motivieren wollt, in das Spiel reinzukommen, werdet ihr feststellen, es ist verdammt schwierig, denen das zu erklären, warum denn die 10 höher ist, warum denn diese Farbe jetzt wichtiger ist als die anderen Farben, wie die Punkte zu zählen sind. Das muss man alles lernen. Natürlich kann man das tun, aber es macht es natürlich leichter, beziehungsweise ihr könnt deutlich jüngere Mitspieler nehmen, wenn ihr ihnen helft, in das Spiel reinzukommen. Und das ist im Prinzip Doublehead Kids. Ich würde es im Prinzip als Junior-Variante von Doppelkopf implementieren. 9 Euro ist echt nicht viel. Wenn ihr ein Doppelkopfblatt kauft im normalen Laden, werdet ihr einen Ticken weniger zahlen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr ein Spiel habt, was ihr mit jüngeren Spielern spielen könnt. Und da gefällt mir der Grundgedanke gut, dass man ein klassisches Spiel nimmt, weil auch klassische Spiele sind immer noch gut. Das ist mit eins der Hauptspiele, was in Deutschland tatsächlich gespielt wird, laut Statistik, mit Skat und Rommé und Bridge und Kanaster ist Doppelkopf und Schafskopf sicherlich mit an der Top-Liste in allen möglichen Kneipen. Und ich finde es super, dass Leute die Karten einfach mal redesigned haben, für das Ganze 9 Euro verlangen und dann könnt ihr das Ganze zusammen mit jüngeren Spielern spielen. Ich schätze mal, das dürfte ohne Probleme mit 8-Jährigen möglich sein, vielleicht sogar noch niedriger, je nachdem, wie ihr ihm beim Spiel auch helft. Das ist Doublehead Kids und wie gesagt, ich finde die Idee super, das auf den Markt wiederzubringen. Grundsätzlich macht Doppelkopf weiterhin Spaß. Bei uns ist es jahrelang her, dass wir Doppelkopf gespielt haben. Wir haben es aber damals tatsächlich relativ oft gespielt, wie Skat auch. Und ich finde es allein schon super vom Jörg, der das Spiel produziert, dass er uns jetzt wieder animiert hat, seit langer Zeit mal wieder Doppelkopf zu spielen. Und wir hatten sehr schöne Abende damit. In der Hinsicht vielen Dank dafür, Jörg. Und wir wünschen dir viel Spaß und viel Glück bei deinem Crowdfunding und hoffen, dass genug neue Mitspieler für Doppelkopf gefunden werden. Das war Doublehead Kids.